Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Love-Adventskalender in der blauen Variante. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kommt dieses Jahr in zwei Varianten raus, einmal in der roten Variante und in der blauen Variante. Der Inhalt ist aber auch tatsächlich unterschiedlich. Ich habe euch die rote Variante auch schon ausgepackt, verlinke ich euch hier oben mal im i. Und den bekommt man bei Purish für 119,90 Euro. Und weil es Purish ist, Leute, bekommt ihr 15% Rabatt mit meinem Affiliate-Rabattcode CLAUDISWELT15. Ne? Habe ich euch auch in der Infobox verlinkt, aber ich habe ihn mir selber gekauft und ich bin sehr gespannt, was jetzt in diesem hier drin ist. Ich fand die rote Variante schon gar nicht so verkehrt, hätte aber tatsächlich noch besser werden können, vor allem die Nummer 24. Schauen wir mal, was die blaue Variante zu bieten hat. 24 Glamour Moments wird uns versprochen und dann gucken wir mal, ob wir zu Heiligabend glamourös am Tannenbaum sitzen dürfen. Hübsch ist er auf jeden Fall, ne? Also ich finde, kannst du auf jeden Fall neu befüllen. Ich habe auch schon die rote Variante neu befüllt für eine Freundin von mir. Und ja, ist jetzt blau. Und wir schauen mal in die Nummer 1. Ja, ist halt leicht, ne? Das ist dekorative Kosmetik, was hier drin sein wird. Also hauptsächlich vor allem. Und da habe ich als allererstes Perfectitude den Eyeshadow Primer. Long Lasting Eyelid Beautifier. 10 ml sind hier drin enthalten. Und ihr glaubt es mir kaum, aber genau den trage ich gerade auf meinen Augen drauf. Denn den habe ich in meiner aktuellen Schminkbox auch drin. Schaut so aus. Und der hat eine leichte Färbung auch tatsächlich. Ist auch ein bisschen klebrig. Also ich finde den super. Hat eine schöne Konsistenz, mit der man gut arbeiten kann. Und der Lidschatten hält darauf auch echt super. Also ich kann mich da nicht beschweren, ne? Ich arbeite da sehr gerne mit und werde den jetzt auch aktuell aufbrauchen. Also der ist halbtransparent. Das ist eine leichte Färbung mit dabei. Der deckt mir jetzt nicht meine Äderchen mega ab oder so, aber er macht halt, dass der Lidschatten länger hält. Die Nummer 2 ist auch mit dabei. Die ist jetzt ein bisschen größer und schwerer. Hier stehen auch schöne Sprüche drauf, die ich jetzt mal nicht vorlese. Die kann man sich dann selber zu Gemüte führen, wenn man den Adventskalender öffnet. Hier habe ich das Perfectitude Shine Control Loose Powder in der Travel Size mit 3,5 Gramm. Und das ist ein schönes Puder, was ich auch schon zweimal leer gemacht habe. Hat eine rosafarbene Färbung und ist dementsprechend super für mich als neutraler oder kühler Hautton. Also das ist so meine Hautgeschichte, Unterton und so. Und das ist ein ganz tolles, loses, feines Puder, mit dem ich gut arbeiten kann. Das Puffelding hier oben drin kannst du vergessen. Das ist halt in dieser Travis-Size nicht anwendbar, finde ich. Gehe ich aber einfach ganz normal mit dem Pinsel rein, denn ich habe das auch tatsächlich noch da. Und schönes Puder. Ich fände es sehr klasse, wenn wir jetzt hier auch, hier habe ich übrigens die drei dabei, wenn wir hier auch Produkte drin haben, die ein bisschen neuer im Sortiment sind. Ne? Also das haben wir bei der roten Variante auf jeden Fall gehabt. Und hier haben wir ein Lippenprodukt drin. Oh, hätte ja doch mehr drin sein können als das, oder? Den Lip Volumizer Plumping Serum Gloss. Und den habe ich hier in der Farbe 213 Nude Pillow, also quasi ein nackiges Kissen. Ne? Okay, ist auf jeden Fall. Ich habe heute ein Clown gefrühstückt, Leute. Man glaubt es kaum, ne? Ist eine wunderschöne, tragbare Farbe. Das muss ich wirklich sagen. Das macht so diesen My Lips But Better Look und den finde ich richtig klasse. Also da überlege ich tatsächlich, ob ich den sogar behalte. Muss ich aber mal schauen, ob ich den nicht vielleicht im letzten Adventskalender auch drin hatte, weil da habe ich auch einige Lippenprodukte von behalten. Habt ihr gesehen, ne? War ein bisschen fail. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen besser hält. Sammy hat sich auch ein bisschen erschrocken. Mausi, du Armer. Aber wenn du da sitzt, dann lebst du gefährlich. Er ist schon ein Wurm, der Kleine. Okay, die Nummer 4 haben wir hier. Oh, hier haben wir auch was Schönes drin. Und zwar nach dem Puder in der Nummer 2 noch ein Puder in der Nummer 4. Set and Refresh Universal Powder Cooling Effect Translucent. 7 Gramm sind hier drin enthalten. Und das hat eher so eine peachige Farbe, ist auch in so einem Aprikoton und auch wieder lose, hat eine peachige Farbe und ist in einem Aprikoton, läuft bei ihm. Nee, finde ich gut, das habe ich aus dem anderen Adventskalender aber schon behalten. Also ein paar Parallelen haben wir hier tatsächlich auch zu der roten Variante. Die Nummer 5 ist extrem leicht. Oh, guck mal, was wir hier drin haben. Also man konnte sich den Inhalt auch so ein bisschen selber spoilern. Also auf anderen Homepages. Ich weiß nicht, ob das bei Purish auch mit dabei stand, aber bei zum Beispiel, ich glaube,
Glam Junkies oder sowas stand der Inhalt abgebildet, also nicht abgebildet, aufgeführt, aufgelistet, so nennt man das. Und da stand auch drin, dass da ganz viele Tuschgeschichten drin sein könnten. Und ich habe die damals nicht bestellt. Und das hier, ja, ist jetzt meine erste Tuschfarbe. Ich glaube, da probiere ich mich mal dran. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Pinked Pearly Cream Eyeshadow. Und ja, ne, ich habe das bei Paintpot zum Beispiel gesehen. Die hat da ganz tolle Looks mit geschminkt. Da bin ich sehr gespannt drauf und probiere mich da mal dran. Also krass, ne? Da hast du in so einem Tüpchen 6,5 Milliliter. Da kommst du eine Weile mit aus. Die Nummer 6, also Nikolaus, ist auch schön schwer. Hier haben wir das 3-in-1 Matte & Fix Spray Perfectitude Make-up Base and Mattifying Long Lasting. Okay, also das kannst du quasi als Primer-Ersatz verwenden, als Spray. Ja, auch da sehe ich eine Parallele. Das packe ich jetzt auch mal nicht aus. Das ist, ich habe das so ähnlich letztens erst noch aufgebraucht gehabt in der durchsichtigen Variante, aber das konnte man halt auch in dem Sinne ja als Setting Spray verwenden, ne? Wobei, das kannst du auch als Fixing Spray verwenden, aber matt ist nicht so meine Welt, deswegen, das wird leider weiter wandern. Die Nummer 7 ist leicht. Oh, was ist das? Hier haben wir Tusche. Tusche Real Good Pearly Cream Eyeshadow 6,5 ml Rosed. Okay, also das scheint die Originalverpackung zu sein von diesen Tusch-Lidschatten. Pöttchen, ach wie cool. Ja, eine große, naja, ich meine, wir haben eben schon ein Tüpchen gesehen. Sehr, sehr interessant. Also das scheint dann auch eher so ein Base-Ton zu sein, also Rosé halt. Ja, cool. Ich verrate euch kurz einmal das Geheimnis, warum ich immer möchte, dass die 8 macht, dass es kracht. Das ist nämlich Sammys Geburtstag. Der wird dieses Jahr 7 Jahre alt am 8. Dezember. Ja, der kleine Mann. Und ist dann schon 5 Jahre bei uns. Und es macht, dass es kracht mit der Love Rose Sculpting Volume Mascara. 7 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Die habe ich schon das ein oder andere Mal verwendet. Irgendwie, obwohl ich ein Rosenfan bin, komme ich mit dem Duft der Mascara an sich nicht so wirklich klar. Aber vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Die ist nämlich so super schwer und sieht immer so extrem hochwertig aus, also sehr, sehr ansprechend. Aber wie gesagt, ne, also dieser Duft von der Mascara ist so intensiv, das finde ich immer so hart, ne? Passend ist natürlich, dass sie ein tannenbaumförmiges Bürstchen hat. Das ist ein Träumchen und passt natürlich in die Adventszeit. Über die Nummer 9 möchte ich mich ja immer gerne besonders freuen. Und hier werden wir auch wieder was von Tusche drin haben. Genau, oh, ein richtig schöner Ton. Das ist so ein Moosgrün, nennt sich Greened. Sehr interessante Farbbezeichnung, ne? Auch da wieder die 6,5 Milliliter drin. Interessant. So wirklich Glow haben wir jetzt bislang noch nicht bei dem Adventskalender bekommen, finde ich, ne? Also ist nicht wirklich. Das sind ja eher matte Lidschatten, glaube ich. Hier habe ich jetzt erstmal die Nummer 10 und da bin ich mal gespannt, ob es da jetzt ein bisschen Sparkles geben wird. Wir haben hier einen Lippenstift drin und zwar Lippe Fair Sheer Lipstick 3,7 Gramm in der Farbe 100 Sheer Coral. Ja, den habe ich schon. Ich mag die Verpackung von Love einfach, ne? Die sind sehr hochwertig und sehr schwer. Das ist magnetisch und so. Und das ist eine sehr interessante Farbe. Ich glaube, dass nicht jeder Bock hat, so eine intensive Korallfarbe zu tragen. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Und klack. Die Nummer 11. Ey, mein Haar. Oh ja, hier haben wir auch einen Pinsel drin. Und zwar den Cheek Brush von Love. Das ist dieser hier. Liegt gerade auf meinem Schminktisch, weil ich möchte morgen früh gerne mein Fullface Beautyboxen aus Oktober schminken und habe dafür schon das ein oder andere hier hingelegt. Unter anderem auch der Pinsel. Und hier haben wir ihn. Ja, ne? Ist ein abgeschrägter Pinsel, der sich halt super dazu eignet, um hier so Blush aufzutragen oder so. Finde ich ganz nice. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir auch wieder was für die Lippen mit dabei. Und zwar ein Lip Volumizer Plumping Serum Gloss in der Farbe 212 Fuchsius oder Fuchsius. Also wird Fuchsia sein vom Farbton her. Also ja, so pinklich. Magenta. Jausen. Das ist Fuchsia. Hallöchen, Popöchen. Ist natürlich jetzt nicht so deckend dann auf den Lippen, aber das ist schon ein krasser, geiler, bäriger Ton. Ne? Die Nummer 13. Fühlt sich wieder leicht an. Also hier haben wir ja auch wieder was von Tusche mit drin. Tusche It Real Good. Das ist die Farbe Gold. Ist das dann auch schimmernd? Vielleicht, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob da die einzelnen Farben von den Tuschgeschichten auch einen Schimmer mit dabei haben. So sieht es natürlich aus wie eine Senftube. Aber ja, muss ich mal wirklich auf dem Auge ausprobieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Die Nummer 14 war eben mitunter der Verursacher dafür, dass der Adventskalender runtergeknallt ist, weil die so schwer ist. Und hier haben wir auch einen alten Bekannten drin, den haben wir, glaube ich, immer im Adventskalender. Luxury Oil, Caring Oil for Face, Body and Hair, 30 ml. Das ist so ähnlich wie dieses NYX Oil Prodigieuse, nur dass du hier halt auch so, wobei das gibt es ja auch bei NYX, ne? Da hast du hier nämlich auch so Schimmergeschichten mit dabei. Und jo, für mich persönlich, ich habe es mal als Primer versucht, das hat nicht so ganz funktioniert, also so gar nicht. Hatte ja den Effekt von Abschminken, während ich mich geschminkt habe, war total super. Und ja, ansonsten ist es ein solides Produkt. Die Nummer 15 ist ja schon mal richtig nice groß und hier steht was mit Self-Love drauf. Und hier habe ich die Lidschattenpalette Self-Confident, Dare to try something new, trau dich etwas Neues zu machen. Ja, eine schöne Palette hatte ich. Die hatte ich, glaube ich, hatte ich die schon mal? Weiß ich gar nicht. Also, ne, diese Paletten aus dieser Reihe sind extrem geil von der Konsistenz her. Die haben so große Pans, also so große Lidschattenfännchen, dass es mir persönlich zu schade ist, die in meiner Sammlung zu haben. Dafür nutze ich die zu selten. Also die musst du theoretisch täglich verwenden. Hat eine geile, geile Farbauswahl. Also wahnsinnig cool. Kann man nicht anders sagen, gerade dieser Ton ist so ein richtig schöner metallischer Schimmerton. Da gibt es auch sicherlich ganz viele Swatches von online. Wie gesagt, geile Konsistenz, 2 matte Töne und 4 schimmernde Töne haben wir hier drin. Definitiv eine coole Geschichte. Die wird aber wirklich nicht bei mir bleiben, weil dafür ist sie mir zu A, zu rauchig und B, zu basic. Aber hier geht es ja nicht darum, was bei mir bleibt, sondern was der Adventskalender so kann. Ne? Also von daher, das blenden wir jetzt mal kurz aus. Die Nummer 16 ist bestimmt wieder ein Lippenprodukt, weil das so leicht ist. Nee, es ist ein Primer. Und zwar, das verstehe ich nicht. Ne? Die schreiben halt drauf hier mit Glow und hasse nicht gesehen, aber packen hier ein mattes Fixing Spray und eine matte Make-up Base auch wieder mit rein. Finde ich schade, muss ich gestehen. Perfectitude Mattifying Primer, Pore and Line Minimizer, Oil Free 20 ml. Ne? Das finde ich wirklich schade, weil dadurch, dass die jetzt ja auch auf den, also dass die 2 Adventskalender herausbringen, hatte ich persönlich gehofft, dass die dann auch in dem Sinne auf 2 verschiedene Hautbedürfnisse reagieren. Also der eine möchte halt gerne etwas mattierter unterwegs sein und der andere, wie zum Beispiel ich, mag es halt ein bisschen glowiger. Dann hätte man das vielleicht eher durch irgendwelche Glowy, die haben ja auch schöne Glowy Primer, ne? Also verstehe ich nicht. Die Nummer 17. Hier haben wir wieder einen Lippenstift drin. Den habe ich auch. Marianas Chestnut. Die Farbe 502 ist das. Übrigens die Farbnamen, die hier drunter stehen, ne? Das sind Love-Mitarbeiter, die quasi die Farben irgendwie dann sich ausgesucht haben. Das heißt, eine Mariana arbeitet auch bei Love oder hat da gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Lippenstift kreiert hat. Ja, ist doch irgendwie ein netter Funfact. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Hier haben wir auch wieder einen Pinsel mit dabei. Precise Eyeshadow Brush ist das. Das ist, habe ich den jetzt auch gerade auf meinem Tisch? Ja, ich glaube schon. Genau, wie gesagt, ich habe die mir eben rausgekramt. Und hier habe ich ein paar Flusen dran. Sieht so aus, ist so eine Art Smudger, würde ich mal so sagen. Also ganz, ganz feiner, aber nicht zu schmaler Pinsel. Mag ich gerne, da kannst du super die Tuschfarben mit auftragen, glaube ich. Ne? Ja, super, passt. Die Nummer 19. Hier haben wir einen Bronzer drin und zwar den Love Sun Blurring Bronzer in der Farbe 010 Central Caramel. Witzigerweise ist die Farbe 010 dunkler als die Farbe 020. Ich habe die Farbe 020 und die passt mir persönlich halt richtig gut. Deswegen macht das für mich wenig Sinn, dann quasi noch einen Farbton dunkler zu nehmen, weil ich halt super hell bin. Genau, also finde ich an und für sich schön, dass die einen Bronzer mit reinpackt. Ne? Ist auch eigentlich echt eine schöne Farbe, die wirklich vielen stehen wird. Aber wie gesagt, ich habe ja schon einen da. Die Nummer 20 begrüßt uns freundlich im Weihnachts-20er-Bereich. Und hier haben wir auch wieder ein Lippenprodukt, Lip Maximizer Extreme Volumizing Gloss. Nummer 100 Golden Dream. Hey, wir sind jetzt endlich mal bei diesem Glowy, Coey, Poey, Kapoey angekommen. Das finde ich ganz nice. Weil die Verpackung will er nicht scharf stellen. Doch, jetzt so ein bisschen, ne? Ist auch nicht so schlimm, weil wir wollen uns ja das Produkt an sich mal angucken. Und ja, der sieht schön aus. Den kannst du super als Lipgloss an sich verwenden oder als Topper, wenn du so ein mattes Gedönsen drauf hast. Ne? Wenn du zum Beispiel hier Marianas Chestnut dir drauf machst, diese schöne, ja, braun.
Kannst du dann schön mit so einem Gold toppen, finde ich ganz nice und gefällt mir auch ganz gut tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, womit diese Maximizer-Geschichten sind, also ob das jetzt irgendwie mit Minze passiert oder mit Chili, da gibt es ja verschiedene Varianten, aber ich finde es cool, dass er mit drin ist. Die 21. Für einen Pinsel ist das ein bisschen zu schwer. Es sei denn, wir haben einen dicken Pinsel drin. Ja, läuft. Foundation Buffer Brush. Den haben wir hier auch mit drin enthalten. Auch der liegt hier gerade auf meinem Tisch zur baldigen Benutzung. Und ja, schaut so aus. Ist das nicht praktisch? Habe ich tatsächlich gar nicht so geplant. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viele ähnliche Produkte in den Adventskalendern drin sind. Ja, ist fühlt sich gut an, Buffer Brush, ne? Und habe ich jetzt so noch nicht ausgetestet, habe ich tatsächlich für morgen vor. Die Nummer 22 könnte von der Schwerheit fast schon ein Nagellack sein. Nee, aber hier haben wir auch wieder einen alten Bekannten drin. The Galaxy Eyeshadow and Liner in der Farbe 550 Platinum Radiance. Passt auf jeden Fall zum Motto von dem Adventskalender mit diesen glowy Gedönsen, ne? Aber bin ich halt nicht so Fan von. Ist halt ein Mono, yay. Und ist in so einem Pöttchen drin, was alles sich auch sehr hochwertig anfühlt. Das ist ja so ein Milchglas. Ich glaube, die kennen wir alle. Und ich glaube auch exakt diese Farbe ist jedes Jahr auch im Adventskalender mit drin. Da freut sich doch jeder, wenn er den auspackt. Vor allem die Love-Fans, die den einfach jedes Jahr aufs Neue drin haben. Nie. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Da bin ich ja auch mal gespannt, ne, was wir da jetzt bekommen. Guck mal, jetzt kommen wir endlich mal zum Glowy Stuff. Perfectitude Hyaluronic Serum Primer, genau den meinte ich. Radiant Glow, Immediate Skin Hydration, Pores Appear Tightened und so weiter. Also die Poren sehen verfeinert und verengt aus und hast du nicht gesehen. Und das ist ein schöner Primer, den ich sehr, sehr gerne mag. Nummer 010 Radiant Rose, upsala, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt unterschiedliche Farben von gibt. Den habe ich auch schon mal aufgebraucht, relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Und der ist halt echt cool, ne? Der hat so Pünktchen drin, die zerplatzen, wenn man das halt so hochpumpt und so. Das finde ich cool. Der gibt nämlich auch einen schönen Glow. Mag ich. Ich bin jetzt tatsächlich super gespannt auf die Nummer 24, denn das war bei dem roten Adventskalender für mich persönlich leider ein ziemlicher Reinfall. Das hier fühlt sich aber definitiv nicht nach einem Reinfall an. Ich glaube, wir haben hier wirklich eine große Lidschattenpalette drin. Alter Schwede. Das finde ich wirklich geil. The choice is all yours, die Eyeshadow-Palette. Krass, wirklich krass. Also 35 Farben sind hier wohl drin enthalten und das ist hier noch ordentlich eingepackt, damit hier auch nichts kaputt geht. Und die Qualität von diesen großen Paletten, so sperrig sie auch sind, ist Hammer. Also da habe ich die Gold-Palette, glaube ich, von. Und da haben wir einen Riesenspiegel drin. Wir haben hier ganz tolle Farben drin, die wirklich jedem stehen werden und wo auch jeder eine gute Basic-Palette drin sehen wird. Ne? Wir haben hier einen schönen Goldton drin, wir haben hier neutrale Töne drin, wir haben Silber mit dabei, wir haben echt, also das ist schon eine gute Auswahl. So eine Art Duochrome mit diesem Rebecca, Margaret ist hier auch noch ein bisschen intensiver unterwegs mit diesem lila Gedönsen. Ne? Also sehr, 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 sehr cool. Also wenn ich jetzt hier so den kompletten Inhalt vor mir liegen sehe, stehen sehe, muss ich definitiv sagen, dass die blaue Variante einfach um einiges besser ist. Weil wir haben hier zwei Lidschattenpaletten drin, eine große und eine, ich sag mal zum Reisen, die Self-Confident-Palette. Wir haben hier die Pinsel mit dabei, wir haben ein paar Primer, Puder, Lippenprodukte dabei, die Tuschprodukte haben wir auch mit dabei. Und ich würde auch mal sagen, ich blende euch das mal auch im Vergleich ein, dass wir hier vom Warenwert sogar ein bisschen höher liegen. Ich weiß gar nicht. Also den hier finde ich wirklich besser. Ich hatte eigentlich, als ich die Beschreibung mir durchgelesen hatte von beiden, das ist ja aber auch schon ein paar Wochen her, gedacht, dass ich den roten besser finden werde. Aber jetzt gerade finde ich den tatsächlich ein bisschen deutlich besser. Deutlich, wegen dieser großen Lidschattenpalette. Das haut mich ja schon ziemlich um. Ne? Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Purish vorbei, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr mit meinem Rabattcode noch ein bisschen was sparen. Und ja, cool. Cool, schöner Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!